Hallo zusammen und willkommen zurück bei Control. Wir sind jetzt hier immer noch oben. Ich denke, wir gucken uns jetzt nur doch diesen Bereich hier an. Dimensional Research. Mal gucken, was passiert. Was soll uns schon passieren, außer dass wir mal wieder sterben, oder? Okay. Bandschneise. Okay. Labyrinth. Verändert sich ständig. Können es durchqueren. Dimensionsvorschau. Die Gefahr. Na dann. Ein Labyrinth oder was? Guck mal hier. Aschenbecher Labyrinth. Interessant. Zeichnet natürlich freundlicherweise nicht den Weg an, den wir gelaufen. Okay. Irgendwie. Nee, ich wollte eigentlich... Das ist nicht das, was ich will. Nö. Die Ranger sind die gut ausgebildeten und hervorragend ausgerüsteten Einsatzkräfte der Behörde. Ihre vom Zischen befallenen Gegenstücke sind ebenso beeindruckend. Vor dem Fall wurden Ranger im Gebrauch einer Reihe von Waffen ausgebildet, damit sie auf etwaige Bedrohungen während eines AWE-Einsatzes oder einer Grenzbereicherkundung vorbereitet sind. Zu den Waffen zählen Maschinenpistolen, Sturmgewehre und automatische Schrotflinten. Zischer Ranger setzen die oben genannten Waffen ein und wenden hochentwickelte Taktiken an, die von ihnen, von den Ausbildern der Behörde beigebracht wurden. Einige sind zusätzlich mit behördeneigener Körperpanzerung ausgerüstet. Es wurden keine paranatürlichen Fähigkeiten bei Zischer Rangern beobachtet, außer dass einige durch einen dichten Resonanzschild des Zischens geschützt sind, der Kugeln aufhalten kann. Wenn man in Betracht zieht, welche hochentwickelten Maßnahmen Zischer Ranger aus ihrer Ausbildung auf ihre Situation anwenden können, ist es dann nicht plausibel anzunehmen, dass der menschliche Geist bis zu einem gewissen Grad intakt bleibt? Oder kann Zischen auf die Kampfausbildung zurückgreifen und sie nutzen? Weitere Beobachtungen sind erforderlich. Scharfschützen der Behörde sind darauf spezialisiert, Bedrohungen aus. Das ist jetzt alles hier, bla bla. Na, Budget und Trag, das ist mir jetzt auch. Ups, sorry.
Also irgendwann nehme ich immer die falsche Abbiegung, ja? Hätte die rechts nehmen müssen. Verstehe es gerade nicht. Versuch jetzt hier noch, oder? Ich merke mir so nie. Das geht einfach nicht. Das ist doof. Nicht ernsthaft schlauer als vorher, oder? Hier ist doch irgendwo ein Verbindungsgang.
Weiter bin ich dadurch jetzt aber immer noch nicht, ne? Warte, ist immer noch da? Ja, läuft. Spannend. Warum sind auf einmal hier wieder welche? Komm, Kamerad. Interessant, irgendwas habe ich getriggert, aber ich weiß noch nicht was. Nicht verändert hat sich aber hier nichts. Steh, wer will. Genau, ein Labyrinth. Und wenn das nichts ist, das ist auch nicht. Ja. Ach, das war die falsche Richtung wieder. Hm.
Ich weiß es nicht. Das ist jetzt gerade sehr merkwürdig. Irgendwas muss ja hier sein, was ich übersehe. Aber ich habe gerade noch keinen Plan. Was? Was genau? Übersehe. Alles beim Alten. Geht's denn hier hin? Keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier mache. Aber ich habe zumindest schon mal was gefunden. Ist doch auch schon mal was, oder? Uber. Okay. Klingt sehr einladend. Na, schau mal an. Ja, ein Bild von ihr. Aber was ist hier? Da ist eine Tür, okay. Sonst? Gehen wir mal durch die Tür. Da dürfen wir jetzt wahrscheinlich nicht durch, ne? Genau. Böp. Ups. Level 4 erforderlich. Es wird nicht schöner hier, ne? Runter. Ist hier eine Tür. Okay. Sollte mal hier raus. Mehr runter. Gucken, was wir hier haben. Nichts. Okay. Halt, warte da.
komme ich her? Oh. Hast du mich verfolgt, mein Freund? Das war absehbar, oder? Dass ich jetzt hier krepiere. Na ja, gut, kommt. Dann machen wir jetzt an der Stelle eine kleine Pause und da ist das Video ein bisschen kürzer als sonst. Und sehen uns im nächsten Video wieder und dann garantiert finden wir auch das, was wir finden sollen. Hoffe ich. Wir werden sehen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.